Unser nächster Preisträger will keinen gefallen und ich glaube auch den meisten von hier nicht. Er hat eine simple Wahrheit und die verstört. Und die heißt, kauft meine CDs, macht mich reich, macht mich erfolgreich. Und er ist verdammt reich damit geworden und auch, glaube ich, sehr erfolgreich. Und weil ich glaube, dass seine Texte von einer Welt sprechen, in der die Menschen keine Smokings tragen. Das sind Menschen, die in Wahrheit, die meisten, denke ich, von ihnen auf einen Kleidergutschein warten aus ihrer nächsten Hartz-IV-Zuteilung. Das ist eine derbe Welt mit derben Sitten und derben Texten, der sogenannte Bauch unserer Gesellschaft. Und er selber provoziert, geht steil und polarisiert, weil er an Grenzen geht und darüber hinaus und uns zwingt, Stellung zu beziehen, ob wir wollen oder nicht. Man muss das alles überhaupt nicht mögen. Und man sollte vielleicht auch hier und da nicht hinterfragen, ob er das, was er da singt, wirklich auch macht und umsetzt. Aber ich denke, man kann bei allem Respekt und mit allem Respekt an dieser Stelle sagen, dass da jemand mit großem Talent, unglaublichen Einsatz und noch mehr Geschäftssinn eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, die eigentlich Thilo Sarrazin erröten lassen müsste. Weil dieser Preisträger ein Credo hat, das zutiefst human ist, auch wenn das möglicherweise der eine oder andere ihn absprechen will. Und das lautet, steh auf, wenn du hinfällst, bleib nicht liegen. Er glaubt an den Menschen und sein Recht auf Glück, egal wo er herkommt, welche Hautfarbe er hat. Meine Damen und Herren, ich glaube, wenn ich den Namen, Sie haben ja gerade eben gehört, nenne, da wird sich sicherlich der ein oder andere fragen, und hat er seinen 600er Mercedes in Weiß auch hier vor der Tür geparkt? Ich sage, ich weiß es nicht, aber wenn es denn so wäre, auch das wäre irgendwie authentisch. Begrüßen Sie mit mir den diesjährigen Preisträger in der Kategorie Musik National, Bushido. Film ab. Bushido, das klingt wie so ein Stadtteil, ne? Hey, das mit dir, du Spaß? Bushido, was ist denn das für ein Opfernamen? Das heißt so viel wie der Weg des Kriegers. Yeah, und wenn sie ein, du stehst nie wieder auf, dann lass sie reden, Junge, zeig ihnen, das ist dein Traum. Bushido! Diesen Leuten, die niemals an dich geglaubt haben, das, was sie haben, kannst du auch haben. Ich bin so ein Künstler, also ich muss jetzt nicht darauf achten, dass ich überall so durchkomme und alle Leute mich cool finden. Ich rappe zu Gangster, 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 Gangster. Wir müssen an deinem Image arbeiten. Yeah, Limousinen, lange Stretch-Limos mit Kokain und Schlampen und bla und so. Kennst du die Stars? Drauf geschissen, ihr habt euch echt den Arsch aufgerissen. Wir haben jetzt Lust, den Markt aufzumischen. Ich bin eh auch so ein Prototyp so vom neuen Deutschen auch oder auch vielleicht auch vom neuen Politiker, weißt du? Weil ich meine, ich betreibe ja jetzt schon Meinungsmachen mit meiner Musik. Zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Ich mach das, damit alle wissen, dass ich da war. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag versuch's, alles wird gut. Ein GQ-Mann des Jahres 2010, Bushido. Also den muss man auf jeden Fall umdrehen, weil es spiegelverkehrt ist. Das fällt mir schon die ganze Zeit auf. So. Jetzt wisst ihr mal, was ich die ganze Zeit gemacht habe, als ich da unten saß. Ja, danke schön auf jeden Fall erstmal. Also ich habe mir jetzt Ihren kompletten Namen auch nicht gemerkt, aber auf jeden Fall weiß ich, Chefredakteur, also vielen, vielen Dank. Ja, bis jetzt kenne ich nur den Chefredakteur von der Bravo. Und ja, ich weiß ja auch, ich glaube, es gab so eine Jury, die den Preis vergibt. Aber, und ich glaube, das hat jetzt auch, glaube ich, der Andreas Türk auch vergessen, weil er so ein Internetkollege ist, gezwungenermaßen, dass die Leute voten konnten. Also bedeutet, da gab es ein Voting internetmäßig und so und votet euren Lieblingsstar, bla 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 und sowas. Und die Menschen haben wir bis jetzt auch noch gar nicht irgendwie erwähnt. Deswegen da auf jeden Fall erstmal riesen Dankeschön. Damit habt ihr auch hier alle nichts zu tun. Aber ja, ist ja so, was soll man hier immer so großartig so rumquatschen, ist ja auch Blödsinn. Und als Sie dann angefangen haben, Ihre Laudatio zu halten, ja, habe ich mich erst gefragt, ob Sie wirklich mich meinen, weil ich habe da irgendwie so ein paar Sachen nicht so wieder erkannt, aber gut, mag ja sein. Ich habe auch kein 600er Mercedes, weil der Scheinwerfer so blendet, ja, also ich habe jetzt kein Problem, euch anzugucken, nicht als Disrespekt bitte auffassen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, so finde ich auf jeden Fall gut, habe ich auf jeden Fall auch verdient den Preis und
Ja, ist ja so. Ja, Moment mal kurz. Ja, ist ja Blödsinn. Wir werden hier geehrt, weil wir angeblich Männer des Jahres sind, ja, auf eine gewisse Art und Weise. Und es hat wahrscheinlich, so zwei Leute haben das auf jeden Fall auch verdient, die ich heute gesehen habe hier auch. Und ja, ist ja egal, ist ja nur so jetzt mal, müsst ihr ja nicht drauf hören. Aber was auch ein bisschen zu kurz kommt bei dieser ganzen Was-ist-Mann-Geschichte und so. Und mich haben 1000 Leute da draußen gefragt, ja, Wölbe, was ist ein Mann sein und so. Habe ich mir gedacht, warum fragen die mich das alles? Im Endeffekt muss man auch die richtigen Fehler machen, auch in den richtigen Momenten. Und man muss auch nicht immer versuchen, alles schön zu reden. Morgen ist Essen, dann kommen wir wieder, machen Kinder. Und das war auf jeden Fall erstmal die Grundbasis der Menschheit. Und ich finde, dass man heute viel zu viel irgendwie so versucht, immer alles zu erklären. Und ja, Mann muss so aussehen und sich schminken und so ein Zeug. Also ich sehe das halt ein bisschen anders. Und ich finde das auch gut, dass die GQ das auch, also was mich betrifft, auch so sieht. Und deswegen bedanke ich mich für diesen Preis. Stellt ihn in Zukunft jetzt bitte so hin. Ja, ich weiß und so. Aber egal, danke schön auf jeden Fall. Ihr seid auf jeden Fall auch richtig korrekt. Happe Kerkeling und ich werde bald auf jeden Fall Politiker. Ciao.